Irgendwann kommen dann der Feuerwehr Burgstetten, die hier im Einsatz ist, in Burgstall in der Rathausstraße. Wir wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand hier in der Rathausstraße. Wir sind hier eingetroffen mit insgesamt 4 Einsatzfahrzeugen. Bei unserem Eintreffen brannte die Wohnung im ersten Obergeschoss in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen bereits aus dem Fenster. Die Personen waren alle außerhalb des Gebäudes, hielten sich im Freien auf. Die wurden von uns an das Rote Kreuz übergeben. Unsere Tätigkeit war dann Brandbekämpfung im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss mit insgesamt 3 C-Rohren unter Atemschutz. Jetzt im Moment laufen auch die Nachlöscharbeiten. Sind sehr mühsam, weil die Isolierungen kloschen im gesamten Gebäude. Das wird jetzt von uns alles heruntergerissen, um die Nachlöscharbeiten erfolgreich abzuarbeiten. Es gab keine besonderen Schwierigkeiten. Der Einsatz lief sehr gut. Wir versuchen jetzt noch die Drehleiter in Stellung zu bringen. Das wissen wir nicht, ob es gelingt, weil die Straße hier sehr steil ist. Wir werden es jetzt aber versuchen, damit wir das Dach auch von oben kontrollieren können. Insgesamt mit ca. 45 Kameraden der Feuerwehr Burgstetten, mit ca. 15 Kräften vom Deutschen Roten Kreuz, Rettungsdienst und Sanitätsdienst und insgesamt 6 Kameraden der Feuerwehr Backnang, die bei uns bei diesem Stichwort mit der Drehleiter dazukommen. Die Personen sind, bis auf eine, die eine leichte Verbrennung an der Hand hat, alle unverletzt. Die sind jetzt im Moment im DRK-Heim untergebracht und werden dort vom DRK betreut. Die werden dann von der Gemeinde untergebracht. Die Gemeinde ist hier auch vor Ort und sorgt dafür, dass die Personen heute Nacht untergebracht werden.